Ich kann und will Nina einfach nicht verlieren. Ich liebe sie doch. Und wenn ich jetzt mit dem Rücken zur Wand stehe, dann hilft wahrscheinlich nur noch eins. Die Wahrheit. Naja, vielleicht nicht die ganze Wahrheit. Oh nein. Können wir kurz reden? Nein. Nein. Vielleicht in deinem Zimmer oder bei mir. André, wir haben nichts zu reden, okay? Geh einfach. Ich würde dir gern was sagen. Okay, pass auf, Junge, pass auf. Ich sag's dir jetzt noch einen guten. Die Alte will nichts mehr von dir. Nummer ist durch, also verpisst du dich jetzt am besten, ansonsten wird's richtig eklig zwischen uns, okay? André. Wie wär's, wenn du dich setzt und... André, was soll denn die Scheiße? Die Nummer ist durch! Babes! Nina. Lass mich nicht an. Ich möchte ehrlich zu dir sein. Wow, das ist neu. Bin ich gespannt. Und ich glaube, das ist sowohl für dich als auch für mich gut, wenn ich... Das ist ganz wichtig, dass es dir gut geht. Das ist... Mh. Wenn ich mit der Wahrheit rausrücke. Kannst du überhaupt die Wahrheit sagen? Geht sowas? Gut, wahrscheinlich willst du es auch hören. Ja, ich habe dich betrogen, aber nur einmal. Wow. Nina. Oh nein. Wo willst du denn jetzt hin? Nein. Verpiss dich einfach. Nein, es reicht jetzt. Mann, André, raust du es nicht? Ich möchte mit dir reden. Jetzt, hör doch mal auf. Halt lass dich doch da raus, Mann. Hey, hey, hey. Schub meine Frau nicht, Alter. Hey, ja. Hallo. Hallo. Kann ich da bitte hinterher? Nein, hast du nicht gemerkt, wie sie reagiert? Glaub mir, sie wird jetzt eh mit ihm Schluss machen. Sie muss da jetzt alleine und sie muss erwachsen werden. Und sie macht das jetzt. Sie wird jetzt oben hingehen, noch eine Backpfeife geben und ihn mit ihm Schluss machen, okay? Beruhigt, lass sie das jetzt alleine regeln. Du bist nicht ihre Mama. Jetzt ist es aus. Ich weiß, es war scheiße, sie jetzt schon wieder anzulügen. Von wegen, es war nur einmal. Aber das ist meine einzige Chance, um zu retten, was noch zu retten ist. When nothing really matters, when nothing really matters, these broken hearts are shattered. As long as you love me, something is the matter. Miller? Hm? Miller! Komm! Lass die beiden, komm jetzt runter, komm. Auf Kai. Lass die beiden jetzt mal in Ruhe streiten, okay? Ja, nein, nicht. Doch, 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 doch. Du hast jetzt nichts. Nein, okay? Rein da, rein da. Man, du musst dich nicht immer überall einmischen, echt doch, nicht. Muss nein, ich. Musst du nicht. Das ist eine Sache, die uns auch was angeht. Schatz, komm. Pass auf, du musst doch gleich zur Arbeit. Also, was hältst du davon, wenn ich dir hier was zum Frühstück mache? Nein, ich will das klären, okay? Der Typ verarscht Nina von vorne bis hinten, okay? Das ist doch jetzt rausgekommen. Reicht langsam. Ja, dann lass sie da oben sich eben trennen. Die wird sich jetzt oben eh trennen. Oder meinst du, es hat noch irgendwie eine Zukunft mit den beiden? Ne? Ach nee, ich kenne André. Der wird Nina wieder von vorne bis hinten einholen. Und dann wird er sie aber weiter verarschen. Aber wenn sie sich verarschen. Doch einholen lässt, dann ist er selber schuld. Man sagt, nein, weil sie alleine nicht stark genug ist. Deswegen will ich das doch klären. Nina? Kannst gleich wieder gehen, André. Hau ab. Du musst mir gar nichts mehr sagen. Du bist ein Lügner und ein Schwein und ein Arschloch und hast die ganze Zeit mir eingeredet, dass ich irre bin. Du hast mich die ganze Zeit nur beschissen, Mann. Geh. Mann, das tut mir leid. Ich... Nein, geh. Ich will nichts hören. Du lügst in einer Tour. Wenn du den Mund aufmachst, lügst du. Geh. Gib mir doch die Chance, dass ich das... Ich will dir keine Chance geben, André. Du bist scheiße, Mann. Ich möchte das erklären. Kann ich es dir erklären? Nein. Bitte. Also, du weißt ja noch diese Sache mit dieser Silke, die Freundin von uns Stripper-Kollegen. Das waren doch ihre Haare auf deinem Pulli. Cool, geil. Du hast mir die ganze Zeit eingeredet, dass ich irre bin, André. Ich wusste es. Du hast mich die ganze Zeit mit dir beschissen. Toll, beruhig cool. Dich doch, nein. Beruhig dich doch mal. Das. Was willst du da jetzt erklären, Mann? Du hast mich verrückt gemacht. Ich hatte nichts mit der. Aber... Babe, guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Was denn? Wie lange weißt du schon davon, hm? Wie lange weißt du schon, dass André Nina betrügt? Du deckst ihn die ganze Zeit. Was ist da los? Baby, die werden das da oben gerade klären und dann werden die eh auseinander nein, gehen. Nein, ne? Der nein. Klärt das doch gerade mit ihr. Ja, aber warum willst du dich da nicht einmischen? Weil du davon weißt, du steckst den anderen unter einer Decke. Was soll denn die Scheiße? Wie oft ist er eh fremdgegangen? Wie oft? Du weißt es. Ich weiß, dass du es weißt. Baby, ich habe keine Ahnung, doch. Wie oft André irgendwas gemacht hat mit anderen Frauen, ja? Das weißt du. Ich weiß nur eins, dass es uns beiden total egal sein sollte, weil die jetzt da oben sind und das einfach klären. Und nein! Wir sollten jetzt einfach weil André einfach Nina kaputt macht, okay? Er verarscht sie von oben bis unten. Er hat die Chlamydien angesteckt, Mann! Du hast da an dem Tag hast du an meiner Liebe gezweifelt. Du hast gesagt, dass ich dich betrogen hätte.
Du hast mir lauter Vorwürfe gemacht. Und ich weiß nicht, mein Ego kam irgendwie nicht damit klar. Und du hast mir nicht vertraut. Wie denn? Ich hab mir, an dem Abend bin ich dann in eine Bar, hab mich dazu laufen lassen, war total betrunken. Dann war da eine Frau, die hat mir schöne Augen gemacht und hat mir nette Worte gesagt. Und ich hab mich da irgendwie überreden lassen zu einer Nummer. Ich weiß, das macht man nicht. Und das war idiotisch von mir, aber keine Ahnung, ich war halt irgendwie so sehr verletzt von deinen Worten und dass du mir nicht vertrauen konntest und dass du mir auch nicht geglaubt hast. Und dann ist halt eins zum anderen gekommen und da muss ich mir irgendwie die Chlamydien eingefangen haben. Ich war... Wie oft hat er sie verarscht? Wie oft hat André Nina betrogen? Hm? Keine Ahnung. Ach so, natürlich. Weiß ich Na, nicht. Klar, alles klar. Okay, wow. Anyway, ich muss jetzt eh zur Arbeit. Aber hey, leb mit dem schlechten Gewissen. Und cool, dass wir uns in der Ehe noch belügen müssen. Wunderbar. Es war aber auch nur das eine Mal. Also ich war dir sonst immer treu. Es tut mir leid, es war echt scheiße von mir. Ich weiß nicht, ob du mir das Ganze irgendwie verzeihen kannst. Wo willst du jetzt hingehen? Immer noch zur Arbeit. Hey. Nein, nee. Ohne Scheiß, Anlügen ist richtig uncool, Leon. Und wir, Mann, bei, das ist richtig eklig, okay? Ciao. Was für ein super Tag. Nur weil Monsieur André seinen scheiß Schwanz nicht in der Hose lassen kann, habe ich jetzt Schluss mit Miller. Ich glaube, es ist einfach besser, dass die beiden sich trennen. Dann ist der ganze Stress ja auch endlich mal vorbei. Ich war an dem Tag vielleicht auch ein bisschen zu gemein und arschig zu dir. Vielleicht kannst du es ja jetzt ein bisschen nachvollziehen oder das Ganze verstehen, aber es wird auch nie wieder vorkommen, sowas. Aber trotzdem war es scheiße von mir. Nein. Ich möchte ein bisschen Ruhe haben. Okay. Geh einfach. Mann, vielleicht bin ich ja wirklich ein bisschen mitschuld, dass es André so schlecht ging und dass er sich von einer anderen Frau hat trösten lassen. Ich weiß, das ist keine Entschuldigung, aber jetzt kann ich es jedenfalls ein bisschen nachvollziehen. Mir ist gerade jedes Mittel recht, um sie irgendwie zurückzugewinnen und sie davon zu überzeugen, dass ich doch ein toller Typ bin. Ich halte das echt nicht länger aus. Nina hatte doch jetzt genug Zeit zum Nachdenken, oder nicht? Ich hoffe echt, dass meine Story was gebracht hat und sie mir verzeiht. Auch wenn ich mir schäbig dabei vorkomme, sie schon wieder anzulügen, aber der Zweck heiligt eben die Mittel. Nina? Miller hat mir schon Bescheid gesagt. Wie geht's denn hier? Willst du reden? Wie soll's mir denn gehen? Ja, scheiße natürlich. Aber kannst du mir bitte einmal kurz erklären, was jetzt genau los war? Miller hat mir eine total skurrile SMS geschrieben und ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ja, André hat mich halt betrogen. So viel habe ich auch schon gehört. Ja, das ist eigentlich... alles meine Schuld. Wie jetzt deine Schuld? Mann, weil ich immer so scheiße bin. In deinem Schubs gesagt, mach bitte. Nein, Olle, weil ich immer so scheiße und eifersüchtig und immer nur am Bocken bin. So klar, dass das irgendwann passieren musste. Das ist doch Blödsinn. Nur weil du dich scheiße verhältst, ist doch kein Freifahrtschein für André Fremdzuvögeln. Das ist doch Quatsch. Doch, Olle, kannst du dich noch an die Situation erinnern, als wir da mit den Haaren saßen, mit einer Lupe und dass ich ihm Riesenzähne gemacht habe? Ja.
Und das hat ihn so gekränkt und so verletzt, dass er in eine Bar gegangen ist, sich total besoffen hat und sich hat von irgendeiner anderen trösten lassen. Und es wäre gar nicht so weit gekommen, wäre ich nicht immer so scheiße. Nina, das ist Bullshit. Das, ganz ehrlich, er hätte auch genau in dem Moment zu dir kommen können, mit dir drüber reden können, aber nein, typisch Mann, anstatt über seine Gefühle zu quatschen, lieber irgendwo Frust ausbumsen. Das ist nicht deine Schuld. Und du machst einen Fehler, wenn du dir anfängst, das einzureden. Ich hätte ihm doch einfach vertrauen können. Er war die ganze Zeit treu. Die ganze Zeit. Ich hätte es ihm einfach nur glauben müssen. Ich habe die ganze Zeit auf ihm rumgehackt. Nina ist die einzige Frau, die ich jemals geliebt habe und die mich trotz all meiner Fehler so genommen hat, wie ich bin. Und ich habe alles zerstört. Ich bin so ein Volltrottel. Und wenn doch noch ein Wunder geschieht und Nina mir verzeiht, ich schwöre, ich würde sie nie wieder betrügen. Was würdest du denn jetzt machen? Fragst du mal die Richtige. Wenn, weißt du, wenn das Vertrauen irgendwie einmal weg ist, dann ist es doch schwer, da irgendwie noch drauf aufzubauen. Ich glaube, das ist so eine Entscheidung, die kann dir keiner abnehmen, ob du über so einen Fehler hinwegsehen kannst. Ich meine, du musst selbst entscheiden, ob du noch mal vertrauen kannst oder nicht. Ich weiß es gerade nicht. Egal, ob ich nur Mitschuld daran trage, dass er mich betrogen hat oder nicht. Es tut einfach verdammt weh und ich weiß nicht, ob ich ihm jemals wieder vertrauen kann. I always needed time on my own. I never thought I'd need you there when I cry. Nina, ich lasse dir noch Zeit. Nein, warte, bitte. Kannst du mir wirklich versprechen, dass das nur das eine Mal war? Das ist genauso, wie ich es dir gerade gesagt habe oben. Also, es war nur das eine Mal und sonst war ich immer treu. Und es war wirklich ein Versehen und ein Ausrutscher und das wird auch nie wieder passieren. Ich weiß, dass ich total blöd war und ich kann das auch alles ein bisschen verstehen. Und versprich mir einfach, dass du das nie wieder machst, weil das tat mir wirklich weh. Ich verspreche es dir. Ich schwöre dir, dass ich nie wieder sowas mache. Bitte. Nie wieder. Ich bin dir treu. Ich bleib dir treu. Ja, ey, jetzt mal ganz ehrlich. André. Was? Ist das eigentlich dein Ernst, was du da gerade laberst? Aber glaubst du deinen Scheiß eigentlich selber? Hä? Was redest du denn? Du bist nur einmal fremdgegangen? Was? Ich bin nur einmal fremdgegangen. Treu bleiben? Hör nicht auf das, was er sagt. Ach so. Ey, Digga, jetzt mal ohne Scheiß, ich hab dich die ganze Zeit gedeckelt. Warum? Mann, weil ich dachte, das war einfach. Ich soll die Klappe halten? Ja. Ich soll die Klappe halten? Du hast jemanden angesteckt mit Chlamydien, der mir nicht egal ist. Du verstehst du? Du bringst Chlamydien in unsere WG schon, bevor ich auf Toilette. Und ich steck mich damit an oder meine Frau. Das ist nicht cool, das ist scheiße. Ja, und jetzt tust du so, als ob du sie noch lebst. Digga, Mann, du hast mir gesagt, ich soll das LL14 geben als Bumshülle, weil da nämlich nur eine andere war, die gebumst hast. Du hast so viele Alten gebumst und jetzt tust du so, dass du nur einmal fremdgegangen bist. Sei mal ein Mann und sei ein bisschen ehrlich. Ey. Wenn du dir fremdficken willst, geh ficken, aber auf hier rumzunehmen. Es geht nämlich auf den Sack. Alter, meine Fresse, ey. Sagt er die Wahrheit? Nee. Natürlich sag ich die Wahrheit, weil selbst Miller schon mega sauer auf mich ist, weil ich die ganze Zeit die Fresse halte und ich sie auch nicht erzähle. Ich hab dich gedeckelt bis zum Schluss, aber jetzt ist endlich mal der Punkt gekommen, dass du einfach mal die Wahrheit sagen solltest. Kannst du dich doch an die Kugel schreiben, ob ich dir oder nicht, Digga? Chlamydien, Alter. Und dann steckst du dir auch noch an und erzählst hier nicht. Mann, wie dreist bist du eigentlich, André, Digga? André, ist das wahr? Nina. Ist das wahr, Mann? Sag doch die Wahrheit jetzt! Nina, Hey! Da war vielleicht noch. Spar dir deine Worte jetzt einfach. Ey, Digga, jetzt mal ohne Scheiß. Ja? Ich würde dir sagen, am besten, um dich einfach mal die Luft rauszunehmen. Verpiss dich einfach. Genau. Verlass das Loft einfach mal heute, okay? Penn einfach mal heute nach woanders. Mann, ich bin ja noch viel dümmer und naiver, als ich dachte. Jetzt hat André mich fast wieder eingelullt und hätte Leon nicht endlich den Mund aufgemacht, dann wäre ich wieder drauf reingefallen.
Mann, Miller, wie kann man denn so dumm sein? Ich bin die ganze Zeit drauf reingefallen und dann sagt er mir das und ich lasse mich wieder einlullen. Hätte Leon nicht das Maul aufgemacht, dann wäre ich jetzt wieder mit ihm zusammen und alles wäre geil, oder was? Nein, wie kann man denn so dämlich sein? Du bist nicht dämlich. Nein, du bist nicht dämlich. Mann, habe ich André überhaupt jemals irgendwas bedeutet? Die ganze Beziehung bestand nur aus Lügen. Ich weiß überhaupt nicht, mit was für einem Menschen ich überhaupt zusammen war. Du kannst nichts dafür, Mann. Du hattest einfach die rosarote Brille auf und so geht's jedem mal. Überleg dir mal, was ich mit Brian durch hatte. Ich habe dem 100-mal geglaubt, dass er sich geändert hat. Jedes Mal dachte ich, ja, jetzt hört er auf mit dem Drogenscheiß. Und was war? Ich bin mir voll auf die Fresse geflogen. Mann, weil ich verliebt war. Und so ging's dir auch. Du warst halt blind. Was los? Also, Wichser, Alter. Ganz ehrlich, ey, ist das dein Ernst? Du hast mich voll in die Scheiße geritten, Mann. Nina war schon auf meiner Seite. Alles gut, alles gut, alles gut. Ey, was alles ey, gut, Alter? Ist gar nichts gut. Ey, ich dich immer down, Alter. Was ist denn los, Mann? Was ist los? Ich selber, der Pisser, der hat mich voll verpetzt, Alter. Ich Pisser. Ja, du Pisser, Alter. Was hab ich denn verpetzt? Was hab ich denn verpetzt? Du hast dir doch gesagt, dass du hier fremdgegangen bist. Ja, einmal. Und das hab ich auch geglaubt. Dann war alles wieder gut. Ach so, weil sie das geglaubt hat, ist alles gut. Bist du eigentlich bescheuert, Alter? Nein, Mann, ich bin total dumm. Du bist nicht dumm. Die ganze Zeit versuch angelogen. Einfach mal das Positive zu sehen. Guck mal, Leon hat André jetzt auffliegen lassen. Ja. Du weißt, woran du bist. Vergiss den Typ mal. Schieß den ab und schließ mit der ganzen Scheiße ab. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe Leon noch mal appelliert an sein schlechtes Gewissen und er hat es echt nicht die Wahrheit gesagt. Jetzt ist alles raus. Leon deckt ihn nicht mehr. Und ohne Scheiß, nicht, dass du sauer auf mich bist. Leon kann sich nur eine Pfeife anstecken von mir. Dass du dir sicher bist, okay? Und ohne Scheiß, Mädchen, guck dich an. Du bist eine wunderbare Frau. Wer ist André? Was ist André? Der sich nur auspennen kann und rumvögeln kann? Wow! Was hat der Typ erreicht in seinem Leben? Nichts. Außer Geschlechtskrankheiten verteilen oder was? Was ist das für ein Da gehörst du nicht hin, okay? In welcher Welt lebst du eigentlich? Meine Güte, du hast dich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt. Du hast ganz Berlin. Alter, weil du deinen Schwanz in der Kontrolle hast, ja? Und dann soll ich als Mitbewohner und als Freund, ja, die Schnauze halten, Digga, das ist Körperverletzung. Du bist doch wieder der Penner, der alles verkackt hat. Und ich bin einfach nur der, der den Menschen einfach die Augen aufmacht, weil es einfach nicht geht, was du getan hast. Aber eins sage ich dir, Kollege, wenn noch einmal meine Bar kommt und mich so anfasst von meinen Leuten, dann haben wir ein ernsthaftes Problem, weil ich soll nicht Alter, ja? Hey, hey, hey. Auf den, wer ist er? Wer ist er? Was hat er denn in sein Leben erreicht, außer sich vor irgendwelchen anderen Weibern auszuziehen? Nichts! Um mit sich Geschlechtskrankheiten einzufangen. Ja. Wahnsinn. Mehr kriegt er außer dumm rumfüllen, mehr kriegt er nicht geschissen in seinem Leben. Ja. Aber du deswegen kriegst viel mehr. Scheiß auf ihn einfach. Ja. Du vergiss den einfach, man kriegst 10-mal so geile Typen wieder. Nina! Lass mich doch mit dir reden. Ich muss das loswerden. Ich hab nichts mehr mit dir zu reden, Mann. Nein, lass mich einfach. Es tut mir leid. Hallo, bleib doch mal stehen. Was willst du, Mann? Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich möchte erklären, dass mir das Ganze leid tut, dass ich... Ich will aber nichts mehr hören, André, nein! Ich wollte dich nicht betrügen und ich wollte dich auch nicht belügen. Hast du aber, André, du hast mich betrogen und du hast mich die ganze Zeit belogen. Was willst du noch? Lass mich doch bitte endlich in Ruhe. Du hast mir so viel angetan. Bitte lass mich in Ruhe. Mann, aber das mit den ganzen Frauen, das hat mir doch gar nichts bedeutet. Weißt du, ich lieb doch nur dich. Ja, ganz toll liebst du mich. Wunderbar. Was willst du noch? Es ändert nichts mehr, okay? Du bist gestorben für mich. Du hast alles kaputt gemacht, nein! Wir können doch irgendwie nochmal das Ganze versuchen, oder? Wir können nicht nochmal über alles reden, nein! Hast du denn gar keine Gefühle mehr für mich? André, du hast mich betrogen, du hast mit zig anderen Weibern geschlafen. Was willst du denn von mir hören? Ich trenne das doch, Liebe und Sex. Das ist doch was ganz anderes, was ich für dich empfinde. Was ist das denn für eine Entschuldigung? Bist du irre oder was? Du bist so scheiße, André, ganz ehrlich. Ich will, dass du einfach verschwindest. Zieh aus, echt. Verpiss dich.